Für günstige und sichere FIFA Points und Coins checkt meinen Sponsor Golda ab. Codename Supersteif und erhaltet 3% Rabatt. Und jetzt geht's ab zum Video. An die smarteste Community auf YouTube ein herzliches Willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Und heute möchte ich mich nochmal ganz, ganz recht herzlich bedanken für euer unfassbar krankes Feedback zu dem Video, was heute früh um 11 kam. Denn da gab es eine Squad-Builder-Battle-Folge gegen Benji, gegen Nohan Gaming. Nochmal an dich vielen, vielen Dank, dass wir das Ding hier zusammen aufnehmen durften. Ich hoffe natürlich, dass ihr darauf mehr Bock habt, dass wir vielleicht sowas in Zukunft öfters machen wollen. Wenn ja, gebt schon mal einen Daumen nach oben, lasst ein Abo da. War to 30k ist eröffnet. Unfassbar geil, was hier los ist. Also wirklich, ich war überwältigt von eurem Feedback. Das war sensationell und ja... Gut, mein Zimmer hätte ich vielleicht davor aufräumen müssen. Da habt ihr schon irgendwie recht gehabt. Aber egal, wir wollen heute reinstarten. Ich hab's euch versprochen, wir machen heute die Player of the Month Investitionsguide Prediction zu Harry Kane, der ja mit Lukaku wahrscheinlich die meisten Chancen hat, Player of the Month zu werden. Player of the Month wird wahrscheinlich, so wie es aussieht, nächsten Freitag, also diesen kommenden Freitag, ausgewählt werden. Wird natürlich dann auch als SBC rauskommen und ich bin gespannt, wer es sein wird. Ich hoffe immer noch auf Lukaku. Ihr könnt mir sehr, sehr gerne reinschreiben, was ihr denkt. Kane, Lukaku, vielleicht doch David Silva, der ja auch mit nominiert ist, oder vielleicht Jesus oder Gabriel Jesus von Manchester City. Was ich eher nicht so denke. Aber ich habe heute 5 Teams für euch vorbereitet. Dazu kann man noch sagen, dass man ein Team eigentlich gleichzusetzen hat mit Lukaku. Und zwar ist es das Premier League Team. Da gehen wir nämlich direkt erstmal drauf. Und zwar ist das hier, wie ihr seht, das Team mit einer 84er Gesamtbewertung. Hier haben wir noch ein LV. Da können wir noch Azpilicueta mit reinnehmen. Gehen wir mal kurz rein, packen wir den noch in den Dream Squad Spieler rein. Damit kommt man nämlich mit einem Inform und insgesamt auf eine 84er Gesamtbewertung. Ich bin gespannt, ob das kommen wird. Wäre auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Alternative. Weiter geht's dann mit den nächsten Teams, die wir hier zusammen uns ausgedacht haben, beziehungsweise ich mir erstmal ausgedacht habe, die ich euch vorstellen möchte. Player of the Month Kane Nummer 1 und ihr seht, es ist ein reines England-Team. Ein England-Team mit einer 83er Gesamtbewertung mit 2 bis 3 Informs. Das könnte auf jeden Fall drankommen. Also Kane hat ja auch die Nation eben aus England. Deswegen mal gucken. Aber meistens kommt ja sowas mit den Nationen sehr, sehr oft dran. Beziehungsweise fast immer. Deswegen habe ich hier mal was rausgesucht. Es könnte natürlich sein, dass man eine 84er Gesamtbewertung braucht. Da müsste eben man nochmal schauen, was wäre am günstigsten und wen könnte man noch holen, damit das hier wirklich auf eine 84er Bewertung kommen könnte. Legenden etc. will man natürlich nicht verwenden. Das wäre dann einfach zu teuer. Das wäre Team Nummer 1. Weiter geht's mit Player of the Month Kane Team Nummer 2 und das ist ein reines Tottenham Team mit einer 83er Gesamtbewertung mit eigentlich einem Inform drin. Aber wenn ich nicht ganz täuscht, Trippier müssen wir noch als Inform reinsetzen, weil der Inform ist rechter Außenverteidiger. Wäre auf jeden Fall eine Möglichkeit. Kane wird auf jeden Fall wieder gebraucht. Eriksen, Dembele. Wir haben wieder die zwei Innenverteidiger von Tottenham, Alderweireld und Vertonghen. Wir haben Lloris im Tor, Lamela rechts, links Song. Und ich denke, das sieht ganz knackig aus. Ich weiß gar nicht, ob man es schafft, mit Tottenham eine 84er Bewertung hinzubekommen. Aber ich denke mal, 83er dürfte da kein Problem für jeden sein. Es ist nicht ganz so teuer, das Team. Deswegen schreibt mir gerne auch mal in die Kommentare, was ihr denkt. Vielleicht habt ihr andere Teams, die kommen könnten in irgendeiner Art und Weise. Schreibt es mir gerne mal unten rein. Wie zum Beispiel einer hat geschrieben bei dem Lukaku-Video, dass sein Bruder ja in der italienischen Liga spielt, dass da vielleicht irgendwie zufälligerweise ein Team drankommt, wo man beide Lukaku-Brüder eben einbauen müsste. Wäre auf jeden Fall eine gute Alternative, schaue ich mir auf jeden Fall nochmal an und werde dahingehend auch nochmal investieren. Weiter geht es dann mit dem dritten Team, beziehungsweise vierten Team, und zwar geht es darum, wo hat Harry Kane gespielt, und ihr seht es direkt, er hat gespielt bei Leicester City, er wurde ausgeliehen nach Leighton Orient, nach Millwall und nach Norwich City, deswegen auch dieses Team hier sieht auf jeden Fall nicht schlecht aus, hat nur eine 75er Gesamtbewertung, aber es sind immer mal ein paar Spieler drin, wo man sagt, da kann man ganz gut investieren, zum Beispiel hier bei Dix oder sonst wie er auch immer genannt wird, den kann man auf jeden Fall sich einfach mal holen, genauso hier diese Spieler, die sind nicht wirklich teuer, haben echt eine gute Gesamtbewertung von 75, ich denke, weil bei Millwall und bei Leighton Orient gibt es keine Spieler, die über 75 zum Beispiel Gesamtrating haben, deswegen muss man dahingehend auch schon mal gucken von der Nation her, dass man da wirklich auf eine 96er Chemie kommt, beziehungsweise wenn man die alle kauft, kommt man nicht auf eine 90er, aber das könnte man dann mit dem Loyalitätsglitch verbinden, ne? Ich denke mal, das ist keine so schlechte Sache.
Gehen wir weiter zum vorletzten Team. Und zwar zu meinen Teams. Ja, beim Player of the Month Kane. Und zwar habe ich hier zwei Teams rausgesucht, wo er in der Jugend gespielt hat. Und zwar beim FC Arsenal und bei Redford. Und ich denke mal, das kam so auch noch nicht wirklich als Player of the Month Challenge dran. Und EA lässt sich da ja immer wieder mal was einfallen. Deswegen kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen, dass auch sowas vielleicht mal drankommen könnte. Wie gesagt, ich habe mir da ein paar Gedanken gemacht, was könnte Kane machen, wie könnte es aussehen. Aber ich denke, so könnte man vielleicht schon gut investiert haben, weil sehr, sehr viele Spieler man davon auch selber vielleicht auch im Verein hat und dann einfach mal mit benutzt. Das sollte kein Problem sein. Deswegen, achte Teamgesamtbewertung, sieht nicht schlecht aus. Rein geht's zum letzten Team, was ich jetzt noch ganz schnell machen werde, denn ich habe noch ein was vergessen. So, und jetzt kommen wir zum letzten Team, und zwar ist es das Team, mit dem ja Harry Kane eigentlich im Februar zu tun hatte, mit den drei Mannschaften. Er hat gespielt gegen Liverpool, er hat gespielt gegen Middlesbrough und gegen Stoke City. Hab hier wieder zwei Infos reingemacht, weil ich einfach keinen Torhüter von den drei Teams hatte. Ich kann mir auch ganz gut vorstellen, dass man nur zwei, drei Spieler pro Verein braucht und das dann auffrischen kann mit irgendwelchen anderen Spielern. Wir haben hier eine 82er Teamgesamtbewertung. Ich denke, Sturridge ist bei mir untradable. Das sieht ganz gut aus. Shawcross haben wir sowieso immer drin, ne? Genauso Henderson, Shaqiri, Matip. Das sind so Spieler, wo man sagt, das ist nicht schlecht. Genauso Negredo könnte sehr, sehr viel wert sein, wenn er wirklich kommen müsste, weil eine 81er Gesamtbewertung ist auf jeden Fall nicht schlecht. Das war's zu dem Video. Ich möchte mich nochmal bedanken für euren kompletten Support, den ihr hier rausknallt. Vielen, vielen Dank für alle. Für alles, sagen wir es mal so. Und ich hoffe natürlich, ihr habt noch einen schönen Sonntag. Hashtag Superschreib unten in die Kommentare. Ich bin raus, immer smart und sexy bleiben. Euer Chris ist raus und ciao.